Ja, liebe Zuschauer, bei mir jetzt JJ, ja, Jane und Jenny, Berend, Jane Martens, beide Spielerinnen hier beim VfL Oldenburg. Wir sind ja heute, wie ihr sicherlich mitbekommen habt, beim Rollstuhl-Handball. Ihr kommt ja aus dem Fußgänger-Handball. Wie waren so die ersten Rollversuche im Rollstuhl, Jane? Ja, also ungewohnt auf jeden Fall, dass man mit dem Lenken so ein bisschen hin und her, das war schon schwer, und auch, dass man mal ein bisschen schneller rollt, das ging auch direkt in die Arme, man hat es direkt gemerkt, fand ich, und ja, war schon definitiv was anderes. Ja, und Jenny, hast du auch schon Muskelkater so leicht? Ja, auf jeden Fall, also ich fand das super interessant, es ist was komplett anderes, man muss sich ja vom Oberkörper her auch ganz anders bewegen, es geht super doll in die Arme, wir sind glaube ich ein oder zweimal hoch und runter gefahren und waren schon am Schwitzen, also ja, aber es bringt einfach super viel Spaß. Ja. Wie ging es dir mit den ersten Versuchen, auch mit dem Wurf jetzt? War es schon ein bisschen anders, oder? Definitiv. Also beim normalen Handball, sage ich mal so, ist es so, dass man aus dem ganzen Körper die Bewegung macht und ja, da auch mehr Rotation im Oberkörper hat. Und im Rollstuhl ist es halt nicht so möglich. Also da musst du halt wirklich viel richtig aus dem Arm werfen und hast halt diesen ganzen Körperschwung nicht so dabei. Aber wenn man dann hier tatsächlich einige sieht, die das schon ein bisschen länger machen wie doll, die dann noch werfen können und dann im Tor steht, dachte man so, okay. Bisschen schwierig. Ja, richtig schwierig. Jenny, hast du schon im Tor gestanden jetzt mit dem Rollstuhl? Nein, nein, das habe ich tatsächlich noch nicht. Also, müssen wir vielleicht nochmal ausprobieren dann? Ja, vielleicht später nochmal. Ja, mal gucken. Jenny, verrat uns doch mal, wie oft trainierst du jetzt als angehende Nationalspielerin, oder ihr habt mir ja vor dem Interview gesagt, Perspektivspielerin jetzt. Wie oft muss man da in die Halle trainieren, Individualtraining machen? Also wir trainieren jeden Tag ein bis zweimal, also jeden Tag Hallentraining. Dann kommt noch einmal Wurftraining mit dazu und ja, jeder trainiert für sich individuell zwei bis dreimal noch Krafttraining und ja. Ja, Jane, wie kriegt man dann Beruf, Studium und ja die Zukunft unter einem Hut jetzt mit Spitzensport und allem, was dazugehört? Also es ist schon relativ schwer, sage ich mal so. Ich habe jetzt letztes Jahr eine Ausbildung angefangen und muss da halt auch noch 38,5 Stunden die Woche arbeiten und danach direkt immer zum Training. Da kommt schon einiges zusammen und abends ist man dann auch froh, wenn man dann im Bett ist und dann einfach schlafen kann. Aber ist schon schwer, aber man kriegt es hin. Also wenn man da wirklich richtig Lust zu hat, dann versucht man auch alles, um das so möglich zu machen. Ja. Jenny, wie sieht es bei dir aus? Ähnliches Programm? Nicht ganz. Also ich bin schon fertig mit meiner Ausbildung. Ich habe die bei einem Sponsor bei uns vom Handball ausgemacht, bei Surflog, und der unterstützt das voll und ganz. Also ich arbeite auch nur noch halbtags bis 12 Uhr, damit ich das alles so ein bisschen besser verpacken kann. Mhm. Und ja, von der Firma aus werden wir super unterstützt, da haben wir viele Freiheiten und dann kann man das eigentlich ganz gut schaffen. Ja, es gab ja den riesen Hype aktuell, um kurz bei dir zu bleiben. Handball-Weltmeisterschaft in Deutschland, deutschen Herren, Vierter sind sie gewonnen. Ihr müsst mir nachsehen, ich bin Basketballer, ja, also und Rollstuhl-Basketball-Fan, war ja ein Riesenhype. Wünscht ihr euch auch ab und zu mal so ein bisschen Sternenstaub auch für den Frauenhandball, dass man so ein bisschen was abbekommt, ein bisschen mehr an Aufmerksamkeit, oder wie siehst du das? Ja, auf jeden Fall. Also die Heim-WM der Männer war natürlich beeindruckend. Die haben super Werbung für unseren Sport gemacht. Die haben sich einfach super präsentiert, also echt sehr beeindruckend. Natürlich würde ich mir wünschen, dass das bei den Frauen auch noch ein bisschen mehr unterstützt wird, sage ich mal. Aber das steigt auf jeden Fall. Also es wird immer mehr angenommen, sage ich mal. Und ja. Deine Sichtweise, Jane, schon viele Groupies, die dann nach Spielende auf Autogrammjagd gehen und... Tatsächlich schon. Also ja. Es sind vermehrt halt kleinere Kinder, und die dann auch so ein bisschen aufgeregt sind und die Eltern dabei und so, ja, frag doch mal und so. Ja. Und dann ist schon niedlich, wenn man dann so nach dem Spiel so ein paar Unterschriften geben kann. Aber ich muss jetzt auch ehrlich sagen, wir hatten jetzt auch gerade in diesem Jahr verhältnismäßig viele Zuschauer. Ich denke auch, dass die Handball-WM eben da auch ausschlaggebend für war. Also ist schon gut angekommen. Ja. Spürt man da so ein bisschen auch Konkurrenzdruck in der Stadt, Jana? Also es gibt ja auch die Basketballer, ne, den Baskets. Oder ist das alles partnerschaftlich und... Ach, so und so. Also natürlich kriegen die Basketballer bei uns die größten Zuschauerzahlen. Das ist fast die... Also die spielen ja... Also wir haben eine kleine EWE-Arena und eine große. Und die spielen halt immer in der großen. Und die ist auch fast immer ausverkauft. Also da können wir einfach auch nicht mithalten. Das ist einfach so. Trotzdem sind unsere Spiele meiner Meinung nach auch sehr gut besucht. Hm. Und ja, natürlich so ein bisschen Konkurrenzdruck ist da, aber... Ja. Viel machen kann man sein, da auch nicht, genau. Also, aber Groupies sind ja schon da, hast du gesagt. Ja, Jennifer, wo siehst du dich in der Zukunft sportlich gesehen? Wo willst du mal hin?
wenn ich dich in 5 Jahren nochmal interviewen würde, wo würdest du dich gerne sehen? Ja, also das größte Ziel ist natürlich, aber das denke ich, ist von jedem Handballer die Nationalmannschaft. Das wäre natürlich super, ja, den Adler auf der Brust tragen zu dürfen. Aber ansonsten habe ich erstmal kleinere Ziele. Jetzt erstmal mit dem VfL diese Saison nochmal ordentlich Gas geben und schauen wir weiter. Jan, und bei dir? Also wie Jenny schon gesagt hat, ist natürlich von jedem irgendwie der Traum, also für die Nationalmannschaft aufzulaufen, ist natürlich auch viel Arbeit. Ich möchte jetzt aber auch erstmal meine Ausbildung zu Ende machen und gucke dann, was auf mich zukommt. Ja, noch okay, keine festen Ziele so. Dann wünsche ich euch beiden, JJ, ja, alles Gute für die Zukunft, vor allem Verletzungsfreiheit, ja, dass ihr eure Ziele erreicht und weiter Vollgas gebt. Und vielleicht sehen wir euch ja mal im Rollstuhl Handball. Ihr seid als Invaliden, sondern einfach als Leute, die mit Gas geben. Bleibt gesund, zufrieden und alles, was dazugehört. Wir sehen uns, gell? Dankeschön. Bis dann. Tschüss.